Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Miss Survival. Ich habe offscreen den Schrank verkloppt. Nein. Wo haben wir's denn? Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Regale noch gebaut oder Spinte, wie auch immer, und sortiert und alles. Und ich war eigentlich der Meinung, ich habe offscreen ein bisschen Metall Altschrott gesammelt. Jetzt muss ich gerade selber einmal gucken. Ja, hier oben sieht man es. Hab ich noch ein bisschen was gesammelt. Das werden wir uns jetzt natürlich verarbeiten. Wir brauchen Seile. Ihr seht, ich habe hier das Gras runtergeschraubt, damit man Blätter und alles Mögliche besser sieht. Hat einen besonderen Grund, das werde ich euch auch gleich zeigen. Wo war's? Nee, das waren Steine, die können wir aber auch hier mit reinhauen. Das war Holz. Ach, hier. Wir können nämlich aus Blättern und der Baumrinde, die man mit dem ganz normalen Messer, mit der Machete vom Baum abschälen kann. Und ich dehydriere. Ich muss ganz kurz was trinken. Ich muss ganz kurz mit der Steuerung nochmal klarkommen. Es ist jetzt 2 Wochen her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Man kann aus dem Tree Bark und den Leaves kann man nämlich Seile herstellen. So, wir craften die für uns selber, denn dann können wir draußen die Blueprints weitermachen. Ich will aber auch das Metall einschmelzen, aus einem ganz besonderen Grund. Wir wollen uns hier nämlich ein bisschen Arbeitsmaterial machen. Eine Picke, eine Axt, Hammer vielleicht, mal schauen. So, dann holen wir uns die restlichen Komponenten, denn das Auto brauchen wir später auch. Wie gesagt, ich habe offscreen ein bisschen was gefahren, bin ein bisschen umhergefahren mit dem Auto. Habe auch das eine oder andere entdeckt dabei, was ich recht interessant finde. Hier haben wir sogar schon 5 Metallbahnen. So, die Komponenten brauchen wir auf jeden Fall auch. Mach auf das Tor. Hier braucht man nichts. Und uns fehlt noch ein Leaf. Ein Seil. Dann hier haben wir ein Messerle. Bevor es richtig dunkel wird, gehen wir mal ein bisschen farmen. Ihr seht das schon, es fällt wunderbar runter. Das braucht man eben alles. So, der Baum ist leer. Na los, einen schaffen wir noch, bevor es richtig dunkel wird. Das Problem sind dann nur die Blätter. Okay, mein Messer ist broke. Yep. Blätter. Wo seid ihr?
So, ihr seht jetzt, es ist leicht zu erkennen. Feder nehmen wir auch mit für Pfeil und Bogen später. Ist klar. Ja, Blätter, ne? Ich wollte nämlich dann später eine Runde zu einem... ja, wie sagt man... Oh Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ach, sag schon, wie heißt denn das hier zu einer Mine fahren, die ich unterwegs gesehen hatte. Und da braucht man natürlich eine ordentliche Picke. Wir brauchen... Ich dachte, da steht einer. Wir brauchen viel Platz im Inventar, vor allem auch im Auto. Und... Ja. So, die Blaubeeren nehmen wir auch mit. So ein kleiner Snack für zwischendurch. Ist auch immer gut. Ja, hier haben wir nur Stöcke. Da ist noch eine Feder. Für was diese Stöcke sind, keine Ahnung. Wir nehmen einfach alles mit, was wir sehen. Seit dem neuesten Update kann man ja zum Glück auch die Blaubeeren stacken. Das freut mich. Und die wachsen hier ganz schön oft, sehe ich gerade. Hier war doch gerade noch eine. Naja, egal. Hier. Ich brauche aber Blätter. Blätter, 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 Blätter. Wie viel haben wir jetzt? 12. Ja gut, es wird auch so langsam Nacht. Wir werden uns mal ins Haus verziehen. Oder ist das hier schon fertig? Yep, das ist fertig. Und jetzt erstmal ab rein ins Haus. Blätter. Habe ich noch irgendwo welche gelagert? Ich glaube nicht. Nein, schade. Die haben wir hier, die haben wir hier. Ja, wir überspringen ganz kurz die Nacht. Wir haben 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Obwohl er sowieso keine 12 Stunden schläft. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das und das und alles essen. Damit man nicht gleich hier und so, ne? Und wir nehmen uns einmal das hier. Dann füllen wir gleich alles beide ein bisschen auf. Und den Schokoriegel noch. So, als nächstes. Wir wollten uns noch das hier herstellen. Geht nur eins. Schade. Aber gut, für das eine Teil reicht's aus. Da, da, da und da. Die Blätter kommen auch da rein. Ausrüstung packen wir gleich weg. Wir gucken auch. Wir gucken uns erstmal die Toten an. Ui! Ui! Das ist sehr gut. Stoff, ja, gut. Später, um Klamotten herzustellen. Zucker, eine Kartoffel.
Hier liegen gleich zwei auf einmal. Ein bisschen Salz. Und nochmal Salz. Liegt noch irgendwo einer? Ich glaube da hinten. Ja. Oh, es sind ganz schön viele gewesen dieses Mal. Oh. Da hinten liegt da auch noch einer. Komponenten sind auch immer wieder gut. Also, oh, hier liegt noch einer. Da, Alter, was ist denn los? Was ist das? Militärische Komponentenbox. Das kenne ich überhaupt noch gar nicht in Game. Okay. Das ist alles guter Loot, den brauchen wir später. Aber das sind ganz schön viele hier. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Warum kommen auf einmal so viele? So, das ist fertig. Leder müssten wir drinnen haben. Irgendwo. Müssen wir mal kurz gucken. Nö. Nö, wir haben halt einfach kein Leder. Das ist eine Sauerei. Flaschen da rein. Salz war hier. Da sind auch noch Flaschen und Zucker und ja. Medikamente waren hier unten. Der Rest war alles hier drin. Die schmeißen wir. Es leckt mal wieder. Die schmeißen wir mal hier mit rein. So, jetzt guck mal kurz. Ausrüstung. Die können wir anziehen. Und das war's. Der Rest wird erst einmal weggepackt. Machen wir hier rein. Was brauchen wir für die Axt und für die Picke? 2, 8 und 8. Also 2 und 16. Eins absplitten und 4, 12, da brauchen wir also noch was. So. Und jetzt craften wir uns ganz kurz das Zeug. Eine. Oh, da haben wir sogar schon. Egal. Einmal zwei. So. Die packen wir ins Auto. Den Rest packen wir zurück in die Kisten bei uns. Essen. Euch zwei lasse ich. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Wir nehmen aber noch das Brecheisen mit. Stoff bleibt hier. Komponenten. Wo hatten wir die? Keine Ahnung, rein hier. Und wir brauchen Munition. Wir haben hier eine M4 Rivel. Wir haben keine Munition für diese Waffe. Schön. Das ist gar nicht gut. Da müssen wir auf die Suche gehen. Vielleicht finden wir unterwegs was. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall vorbereitet, dass wir in die Dings fahren können. In die Mine und mal schauen, was uns... Oh, ich dehydriere schon wieder.
Und Hunger hat er auch. So, ja, und das werden wir aber in der nächsten Folge besuchen. Wir haben jetzt nur ein paar kleine Vorbereitungen getroffen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.